Ich trinke übrigens einen neuen Tee, den ich entdeckt habe. Der heißt Happy Time und enthält Hanföl. Also. Ich trinke auch einen neuen Tee, aber den trinkt man am besten kalt. Bier. Ah. Hopfenblütentee. Hast du Stadionbier oder was? Dir das neue Stuttgarter oder? Stuttgarter Hofbräu Stadionbier, ja klar. Ja. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier zum Gründungstag des Bundeslandes Baden-Württemberg. Habe ich vorhin gerade gelesen. Oh. 69 Jahre oder so. Ja. Seit 69 Jahren tragen wir das Baden also schon mit uns rum. Ist das ein Tag zum Feiern für Schwaben oder ist das eher so, naja? Naja. Sagen wir es mal so, wir sind eine Welt. Okay. Na gut. Fangen wir mal an. Wir haben ja auch ein paar Filme zu besprechen. Ich merke schon, dass die Diplomatische Stimmung, kann ich sie sagen. Hallo, lieber Erik übrigens. Hallo. Hallo. Chris, hallo Kate. Ich merke schon, das zieht die Stimmung etwas runter hier, das Thema. Gehen wir lieber auf sicheres. Nein, ich will nichts Falsches sagen. Ich will ja politisch korrekt bleiben. Ich will ja nichts Falsches sagen. Genau, wir begeben uns mal lieber auf sicheres Terrain, was da heißt. Nachher kommen Schalke-Fans vorbei, weißt du? Ich will nichts Falsches sagen. Schalke-Fans? Was haben Schalke-Fans mit Baden-Württemberg zu tun? Weil vielleicht ziehen die gerade durch Deutschland überall, wo ihnen was nicht passt. Wer weiß das schon. Marodierende Horden. Genau. Also ich muss ja sagen, wir sind ja zweimal abgestiegen, aber so übel haben wir unsere Spieler nicht behandelt, wie da manche Fans. Nee. Aber ach du, also in Stuttgart gab es auch schon Szenen, da sind sie in den Mannschaftsbus rein und haben da hier... Aber nicht diesmal, ne? Nicht bei den letzten zwei. Wir sind schon langsam gewöhnt, es tritt Gewohnheit. Ich zitiere da aus Guardians of the Galaxy, und dann ziehe ich mit, warum ziehst du mit deinem Daumen am Messer am Hals entlang? Ja, ne, also hatten wir hier auch schon, aber nicht jetzt so... Krass, ja. Aber das ist ein anderes Thema. Das stimmt wohl. Hat auch nichts mit Filmen unbedingt zu tun. Deswegen, wir hatten zwei Bullen auf Ziegenjagd. Männer, die auf Ziegen starren oder so. Aus Brasilien. Gibt's auf Netflix. Die Namen lese ich jetzt nicht vor, die kenne ich alle nicht. Weiß nicht, ob sich da von euch jemand verpünzeln will. Nein. Matthäus Nachtergäle und Edmilson Filho und Sören Hellerup. Ich weiß nicht, es klingt irgendwie, alles nicht so brasilianisch. Originaltitel. Kannst du gerade mal nochmal sagen, bitte, wie die hießen? Cabras de Peste ist der Originaltitel. Und wir sehen einen Polizisten in so einer Kleinstadt in Brasilien. Und da gibt es irgendwie so ein Fest, wo sie so eine Ziege haben. Hat sich mir nicht ganz erschlossen, aber. Jedenfalls ist da irgendwas mit der Ziege und die ist dann in so einem Transporter und der Transporter fährt er nach Rio oder wo fahren die hin? Ja, Sao Paulo. Sao Paulo. Paulo genau. Und jedenfalls ist dann die Ziege da drin und der verfolgt diesen Transporter und in diesem Transporter, der Fahrer, das ist so ein einäugiger Typ, der so eine weiße Kontaktlinse drin hat, aber es soll natürlich darstellen, dass der irgendwie auf einem Auge blind ist. Und ja, der fährt da durchs Land und da werden natürlich auch Drogen transportiert, was dann auch relativ schnell klar wird. Und als er dann nach Sao Paulo kommt, da gibt es dort noch so einen Polizisten, der hat gerade seinen Partner im Dienst verloren. Der Partner war halt so ein übelstes Tier, der sollte eigentlich den anderen ein bisschen beschützen und hat sich dann quasi mehr oder weniger geopfert für den anderen. Und da wird er ganz schön gedisst, der eine... damit, weil er eben seinen Partner verloren hat und weil er eben nicht seinem Partner da zu Hilfe irgendwie gekommen ist oder sich selber geopfert hat für seinen Partner und jedenfalls haben die alle den anderen viel lieber gehabt und deswegen ist er jetzt auch ein bisschen auf dem Abstellgleis und die zwei arbeiten dann zusammen, um zum einen da diese Ziege wieder zu finden, wobei der eine dem anderen nicht sagt, dass es sich um eine Ziege handelt, sondern sagt immer nur den Namen und er denkt halt, ja, das wäre ein Kind und sowas und wie es halt immer so ist in solchen Verwechslungskomödien, die da so übertrieben sind, ja, denkt der eine dann und dann gibt es dann lustige Wortspiele, was dann damit zu tun hat, dass der eine nicht weiß, dass das eine Ziege ist und so weiter. und nebenbei nehmen sie noch das ganze Drogensyndikat hoch, die dann alle irgendwie zusammenarbeiten, weil dieser LKW-Fahrer, wo am Anfang die Ziege eingesperrt war, der
Ist halt einer dieser Drogenkurier, die da durchs Land fahren und so weiter. Das hast du aber ziemlich gespoilert, kann das sein? Nebenbei gibt es noch, da haben wir schon am Anfang gesagt, oder? Und nebenbei gibt es noch eine irgendwie so ein Inside-Joke für Brasilien. Da werden sich wahrscheinlich die Brasilien gut kennen, kaputt gelacht haben über die eine Stadt, die so ähnlich heißt wie die andere Stadt, was ständig wiederkommt, was ich überhaupt nicht lustig fand. Aber ja, gut. Ich weiß, ich könnte mal vielleicht in Deutschland vielleicht vergleichen mit Neustadt oder sowas. Ja, es gibt nur einen Neustadt. Und vielleicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, war so ein typischer Film, der auch durchaus in der Sneak hätte kommen können, fand ich. Deswegen war es eigentlich ganz cool, dass wir den jetzt in der Heimsneak hatten. Und war jetzt stellenweise ganz witzig, aber ich fand den an vielen Stellen ziemlich überkandidelt und gerade auch so diese ganzen, ja, diese übertriebenen Witze, die, wo ständig auf irgendwas rumgeritten wird, ja, fand ich ein bisschen so zu viel. Dann teilweise, wo ich mir gewünscht habe, okay, lasst es einfach jetzt sein und macht weiter. Nee, da ging es noch eine Runde und nochmal und nochmal. Ansonsten ganz cool gefilmt eigentlich und ich glaube, da ist auch viel Lost in Translation. Allerdings kann ich kein Portugiesisch, also ich habe da nicht auf Original umgeschaltet. Und das war ein Fehler, kann ich dir gleich sagen. Ja, das war ein Riesenfehler, da hättest du eigentlich auf Portugiesisch gucken müssen. Vielleicht ist es so wie bei vielen französischen Komödien oder italienischen, spanischen Komödien oder so, wo dann halt viel so Lost in Translation ist, dann könnte ich mir durchaus denken, weil, ja. Und, bei euch so? Ich fand es sehr lustig, weil das fängt ja an mit hier einer unfassbaren Verfolgungsjagd, die ja auch schon im Trailer zu sehen ist. Und dazu ist eine brasilianische Version von The Heat Is On. Mm. Und die kennt man ja, The Heat Is On ist für mich hier, assoziiere ich sofort mit Beverly Hills Cop. Stimmt. Die ganzen Anspielungen mit den ganzen Namen. Ich habe mich weggeworfen. Bruce Willis und seine Geschwister, Chuck Norris, die Schwester mit Mel, die nennen wir nur Mel, Melius Gibson. das fand ich sehr witzig. Das fand ich wirklich, wirklich witzig. Und ja, es ist halt ein unglaublich vorhersehbarer Streifen, der ich habe hier eine Beschreibung gelesen, die finde ich passt unfassbar gut. Sympathisches Mittelmaß. Das stimmt. Und ich finde, sympathisches Mittelmaß finde ich wirklich on the point. Also der Film tut kein weh, er hat echt Spaß. Es wird schon ein bisschen rumgeblödelt auch, aber jetzt nicht so komplett übertrieben rumgeblödelt, finde ich. Es gibt so gewisse Szenen, wo ich denke so, ach du Scheiße, was ist falsch mit euch? Und mit dieser komischen Ziege immer. Und ja, aber es ist kein Pipi-Kaka-Humor. Das ist doch auch schon mal was extrem das wert. Stimmt. Also damit kommt der Film komplett ohne aus und das ist auch gut. Und insgesamt, der Film tut kein weh. Es ist sehr kurzweilig. Man kann es sich wirklich anschauen, wenn man mal was anderes sehen möchte. Und das ist halt wirklich so ein absolut klassischer Buddy-Movie mit unterschiedlichen Voraussetzungen und unterschiedlichen Charakteren, die in ihrer ganz eigenen Welt leben und auch nochmal ganz andere Welten eigentlich um sich herum haben. Deswegen fand ich es ganz, ganz amüsant und einfach nur so, Gott, ist das doof teilweise. Aber summa summarum, sympathisches Mittelmaß. Kann ich nur so bestätigen. Ich fand ihn auch teilweise streckenweise sehr lustig. Ja, also klar, Story war vorhersehbar, aber trotzdem, hat er echt Spaß gemacht. Mir hat er gut gefallen. Die Schauspieler waren mir komplett unbekannt, was gut war, weil dann konnte ich sie nicht mit anderen Rollen vergleichen. Ich fand die zwei Bullen haben das ganz gut gemacht und ihre Ziege. Die Polizisten, bitte. Celestina, die Ziege. Das heißt aber sogar im Filmtitel so, also kann man das durchaus. Entschuldigung, was ist eigentlich hier los? Jetzt wird so gegen Baden gehetzt, jetzt gegen die Polizei. Was ist das hier für ein Podcast? Wo bin ich denn hier gelandet? Zwei Bullen aufziehen. Regie hat geführt Vitor Brandt. Irgendwie klingt das alles so deutsch. Ist das vielleicht irgendwie... Ja, Ursula hat ja auch mitgespielt. Dennis Ursula Schmidt. Irgendwie. Ja. Wie von der deutschen Mafia. Wisst ihr noch, wie die Ziege hieß? Die hatte da irgendwie. Celestina. Ach genau, Celestina. Hat Kate jetzt schon dreimal gesagt. Ja, stimmt. So, Mensch, Erik, hör doch mal zu. Also, ich lese gerade so ein bisschen hier bei den IMDb-Sachen. Die Darsteller scheinen relativ bekannt zu sein in der Region.
Da wird dieser Renato Aragao verglichen mit Jackie Chan Humor und sowas. Also das scheint wohl gerade bei denen, die die beiden kennen, das ja, die sind vielleicht wirklich so wie die Typen hier aus Frankreich, die man immer sieht, hier Danny Boone und so weiter, die man ständig in allen möglichen Komödien sieht. Ja. Ah. Wirklich? Ja. War ja mal ganz lustig jetzt. Also zwei Bullen auf Ziegenjagd, zwei Polizisten auf Ziegenjagd für den Chris. Nein, der Filmtitel ist ja okay. Der Filmtitel so ist, dann heißt er so. Nur, ne? Okay. Bisschen mehr Respekt vor unseren Ordnungshütern. Auch genannt Sao Paulo Cop. Capras da Peste. In Anlehnung an Beverly Hills Cop. Ja. Von mir 5 Punkte. Von mir 6 Punkte, weil... Von mir 6,5 Punkte. Oh, das steigert sich immer weiter. Wenn wir noch ein paar mehr in der Runde hätten, würde es ja noch weiter... Nicht exponentiell, geht linear nach oben, ne, Herr Mathelehrer? Das ist linear, ja. Ja. Das hast du gut erkannt. Ich muss mich ja jetzt auch wieder reinfinden in das ganze Thema mit Homeschool. Ah, okay. Was gucken wir denn nächste Woche? Nächste Woche klicken wir uns auf einen Netflix-Film. Ist das auf Netflix? Ich gucke gerade nochmal. Ja, doch, natürlich. Ja. Und zwar mit, oh Gott, Melissa McCarthy und die liebevolle Octavia Spencer. Und zwar schauen wir Thunder Force. Ich möchte erwähnen, dass Erik den Film ausgesucht hat. Ich möchte ganz kurz erklären, warum ich so lachen musste. Melissa McCarthy spielte früher in einer Serie mit, die Kate sehr liebt. Ja, und, da spielte sie auch eine tolle Rolle und eine liebe Person und nicht so ein Pipi-Kaka-Scheiß wie zuletzt immer. Ja. Seit sie die Serie verlassen hat, ist es nicht mehr gut. So. Und der Tipp war ja mit Katzen und so weiter, weil es gab ja mal Thundercats. Ich kann mich erinnern, auch so ein, deswegen war der Tipp so. Ja, ich erinnere mich. Es gab auch mal Cats und der war schlecht. Übrigens, Thunder Force hat eine Bewertung von 25.000 Leuten, die abgestimmt haben, von 4,4. Also es wartet uns ein weiteres Highlight dieser Reihe hier. Von also, 10, oder was? Bitte? 4,4 von 10. Ja, selbstverständlich. Nicht von, von 100 wäre ein bisschen arg. Und du hast dich aufgeregt, dass ich den Ziegenfilm ausgesucht habe. Und jetzt kommst du mit Melissa McCarthy rum. Also, wartet mal ab. Wer die da noch wir alle nicht mögen. Ja, Jason Bateman spielt noch mit, ja? Also, den mag ich. Ne? Bobby Cannavale spielt mit. Melissa Leo spielt mit, ja? Und so weiter. Also, da ist es ja vielleicht... Kevin Dunn spielt mit, hey. Also, vielleicht hat es ja doch irgendwas. Vielleicht gefällt er uns ja. Mal gucken. Oh Mann. Also, und für die nächste Woche haben wir uns auch einen Film ausgesucht. Dafür lautet der Tipp, Apokalypse mal anders. Ich bin immer noch bei Thunder Force. Apokalypse mal anders, okay. Bleibt spannend, was das wohl sein kann. Dann kommen wir mal in die gesehenen Filme. Heimkino. Chris, du warst ja damals dabei bei Edison, ne? Da war, glaube ich, die Kate nicht dabei. Nein. Ich mich recht erinnere. Ich habe ihn dir aber empfohlen, den mal nachzuholen. Ich weiß nicht, ob sie es inzwischen gemacht hat. Nein. Ich glaube nicht. Ich bin immer noch ein Serien-Junkie aktuell. Ich weiß auch gar nicht, ob es den gibt es wahrscheinlich schon. Doch, den gibt es bei Sky, gab es ihn. Ah, bei Sky. Aber zum Streamen jetzt in den üblichen Portalen ja noch nicht. Kann man auch durchaus mal vormerken, gerade jetzt für die ganze Phase jetzt, wo man zu Hause alles schon durchgeguckt hat. Auf jeden Fall ein sehr guter Film. Ich gucke gerade mal, wann wir den hatten. Edison, ein Leben voller Licht, hieß der ja mit sucht gerade Episode 622 im Juni 2020 haben wir den besprochen. Und das war ja kurz bevor, glaube ich, die Kinos wieder zugemacht haben oder so. Den gibt es inzwischen auch bei Amazon in der Flatrate, den Prime. Ah, so. Sehr gut. Just also, saying. Führt da fast keinen Weg rum. Also Chris hat 8 Punkte gegeben, ich habe 8,5 sogar gegeben. Und ich habe mir jetzt mal den Film Tesla angeschaut, der ja damals fast zeitgleich irgendwie rauskam oder mit kurzem Zeitversatz. Der wurde damals zumindest ungefähr zur selben Zeit gedreht. Es gab so zwei Konkurrenzprojekte oder ist ja häufig so, dass dann mehrere Filme rauskommen, die so ein gleiches Thema haben, weil das irgendwie gerade so Zeitgeist ist. Und Tesla... Da spielt Ethan Hawke die Hauptrolle und den Nikola Tesla, den haben wir auch bei Edison gesehen als mehr oder weniger Randfigur, der Thomas Edison immer mal so ein paar
in so bestimmte Richtungen geschubst hat, was so Erfindungen angeht. Und wir haben schon gesehen dort, dass Nikola Tesla durchaus ein kluger Mensch war, der viele Erfindungen gemacht hat. Und hier in dem Film Tesla geht es natürlich nur um Tesla. Und hier hat Thomas Alva Edison so quasi die Nebenrolle. Der wird hier gespielt von Kyle MacLachlan, den ich zum Beispiel kenne aus Twin Peaks aus der Serie. Und Ethan Hawke spielt hier Nikola Tesla. Der spielt den wahnsinnig gut. Also ich fand seinen Nikola Tesla wesentlich besser als den Tesla in Edison. Allerdings ist der Film Tesla etwas sperriger, während der Film Edison, ich vergleiche jetzt durchaus beide miteinander, weil die ja doch irgendwie ums selbe Thema gehen und in derselben Zeit spielen. Edison war halt eine gut erzählte Geschichte, die ja teilweise auch so dramaturgisch ein bisschen aufgearbeitet wurde, damit es filmisch besser passt, während Tesla ist teilweise eher fast so ein bisschen arthausig, ein bisschen künstlerisch, so manche Kameraeinstellungen, dann werden hier sehr viele, wie soll ich es nennen, auch so philosophische Fragen eher so betrachtet und der verkünstelt sich manchmal so ein bisschen in diversen Themen und verliert sich manchmal so in manchen Handlungssträngen, um dann wieder zurückzukommen zur Hauptgeschichte. Und hier geht es halt wirklich um Nikola Tesla, der als Einwanderer aus Kroatien nach Amerika kommt und wirklich erstmal so bei Null anfängt, ein paar Erfindungen hat, irgendwo mitarbeitet, dann abgezogen wird von seinen Geschäftspartnern, wirklich wieder ganz unten landet, also wirklich auf der Straße landet und erstmal durch Gelegenheitsjobs im Graben von Telefonkanälen für Telefonkabel erstmal wieder ein bisschen Geld bekommt und dann wiederum angeheuert wird von Thomas Edison, der ihn da irgendwie rausholt aus dem Ganzen und ihn dann aber auch irgendwie ein bisschen abzieht mit seinen Erfindungen und ihn auch nur ausnutzt. Und der dann wiederum, Tesla wird dann wiederum von Westinghouse engagiert. Und das alles haben wir schon so ein bisschen teilweise bei Edison gesehen. Eigentlich hier aus der anderen Perspektive, die ich persönlich ein bisschen interessanter fand. Allerdings ist der Film nicht so gut, weil ja es ist ja nicht so gut erzählt wie der Edison-Film. Allerdings ich finde es durchaus, passt beides sehr gut zusammen. Also wenn man den Edison-Film gesehen hat, sollte man vielleicht den Tesla-Film auch mal schauen. Und gerade auch die Rolle von Ethan Hawke, der spielt es wahnsinnig gut. Also der passt da wirklich gut, auch so vom Habitus her, wenn man sich da mal ein bisschen reingelesen hat, wie der Nikola Tesla tatsächlich war und so. Habe ich mich damals ja ein bisschen, wo wir den Edison-Film hatten, damit beschäftigt. Da passt echt gut. Deswegen von mir eine kleine Empfehlung. 6,5 von 10 Punkten. Bei Edison habe ich ja ein paar mehr Punkte gegeben und diese Abstriche sind eben geschuldet, dass er eben nicht so gut erzählt ist und etwas sperrig ist, um es so zu sagen. Ich habe den vor ewigen Zeiten mal auf Sky aufgenommen. Ich weiß nicht, ob es den jetzt gibt, vielleicht irgendwo zum Gucken mittlerweile. Ich gucke mal kurz bei, wer streamt es hier. Tesla? Als Biografie. Ach ja, genau, da ist auch zwischendrin, ist das manchmal. Ja, bei Sky immer noch, okay. Bei Amazon, müsste man es kaufen oder ausleihen. Bei Sky gibt es den also noch. Kann man also gucken. Ja, falls das jemand Lust gemacht hat, ansonsten, ja, ist ein bisschen sperrig und so. Ist manchmal so ein bisschen dokumentarisch erzählt, so in Rückblenden. Da erzählt so eine Frau, die googelt auch, also die ist irgendwie in der Jetztzeit. Das ist alles ein bisschen, wie gesagt, von der Erzählung her nicht ganz so perfekt. Aber Edison kannst du auf jeden Fall mal gucken, Kate, also jetzt, ne? Da beißt die Maus keinen Faden ab. Da beißt die Maus kein Kabel ab. Ja. So, ich habe ganz verpasst, dass ja Dings hier, Schläferz wieder losgeht. Und habe ja quasi jetzt am Freitag, ich habe es nicht live geguckt, sondern ich habe es mir dann aufgenommen gehabt und habe es dann gestern Vormittag geschaut und habe den Film Zombie Nightmare geschaut, den ich noch nicht kannte tatsächlich, obwohl ich damals dieses untere Regal in der Videothek, wo die ganzen Krabbel-B-Zombie-Schinken und Horrorfilmchen, habe ich irgendwie alle mitgenommen. Oder ich habe es vergessen, kann auch sein. Wobei mir nichts bekannt vorkam. Also Zombie Nightmare, man denkt ja so, Zombie Nightmare, boah, Herden von Zombies, so wie bei World War Z. Es ist letzten Endes nur mehr oder weniger nur einer, beziehungsweise, Achtung, kleiner Spoiler, zwei. Und ja, es spielt unter anderem Adam West mit, den wir kennen als Batman.
als den alten Batman, den hier mit Piff, Paff, Puff hier und so, ne? Aus der Serie, die ich immer noch sehr cool finde. Wie findet ihr die eigentlich? Die alte Serie. Ich fand die mega witzig. Ja, war einfach kaputt. Das ist echt super. Die läuft auch manchmal irgendwo noch, ich glaube auf TNT oder so. Naja. Dann spielt mit Tia Carrere, die man kennen könnte aus Wayne's World zum Beispiel. Party Time, excellent. Oder aus diversen anderen Rollen. Und jetzt muss ich mal ganz kurz den einen Namen noch raus. Genau. Wer auch noch mitspielt, ist Sean Levy. Sagt er euch was, der Name? Sean Levy, sagt er was. Er spielt hier mit, eine der ersten Rollen, ist mittlerweile sehr bekannter Regisseur von diversen Filmen. Ist übrigens geboren in Montreal, in Kanada, wo auch dieser... Stranger Things macht doch der, oder? Genau, der hat Stranger Things gemacht als Regisseur, der hat Nachts im Museum gemacht, also wirklich... Arrival. Ne Producer, oder? Oder? Das Producer? Hat doch da der andere gedreht. Ja, Producer. Ja, Stranger Things war auch Producer, Entschuldigung. Genau, das hat doch der andere gedreht, den ich so gut finde. Genau, also der spielt mit. Ja, also wirklich ein Sprungbrett für viele Leute, beziehungsweise eine Bahn nach unten für Leute wie den Batman hier. Und das ist völlig abgefahren. Also es beginnt mit einem Rückblick in die Vergangenheit, wo irgendjemand zu Tode kommt und dann Riesendrama. Und die Frau, die der gerettet hat, die wird später eine Voodoo-Priesterin und ja, die kann Leute zum Leben erwecken und die erweckt halt den einen, der umgefahren wird. Vielleicht hat es jemand bei mir auf Twitter gesehen. Ich habe da so ein animiertes GIF gemacht, wo einer ohne zu gucken über die Straße läuft und sich dann wundert, dass er überfahren wird. Und dieser Typ wird wieder erweckt. Der ist dann dieser eine Zombie, der den ganzen Film rumrennt. Und der ist übrigens ein bekannter, oder war das der? Ich muss gerade überlegen. Ja, der soll wohl in einer bekannten Metalband gespielt haben in den 80ern. Thor hieß die. Und genau, deswegen in dem Film ist auch sehr viel Metal-Soundtrack, also da ist von Ace of Spades über, weiß nicht, über Motorhead und sowas, ist alles mögliche drin und also wer so 80er Jahre Metal mag, der kann da mal reingucken, ist ja jetzt nicht so meine Lieblingsmusikrichtung, aber ich fand's cool, halt die ganzen Songs zu hören, die man irgendwo kennt in so einem Billig-Krabbel-Movie. Und der Film ist einfach richtig mies, aber hat die Kommentare Rutten hier und Kalkofe, die haben es einfach wieder wettgemacht und einfach absolut gefeiert, das Ding. Das ist so dämlich, herrlich. Kann ich empfehlen. Zombie Nightmare. Schläferz sowieso. Geht, glaube ich, nächsten Freitag weiter. Was kommt denn eigentlich nächsten Freitag? Gleich mal gucken. Ja, wenn wir hier Ziegen gucken, kann man auch... Verdammt, warum kriege ich hier das Fenster nicht weg? Oh, das ja, auch Männer, die auf Ziegen starren, gucken, aber... Das Cookie-Fenster kriege ich nicht weg, gerade bei Tele 5 hier. Ich kann es leider nicht sagen, was nächste Woche kommt, weil ich kriege das Cookie-Fenster nicht weg. Ich guck mal für dich. Dann machen wir mal den... Achso, du guckst, dann... Ja, ich schau mal für dich. Machen wir weiter, ich werf's dann einfach rein. Das war irgendwas... Angels Höllenkommando, kann das sein? Jetzt. Hier ist irgendwas hinter dem Cookie-Fenster. Dann machen wir weiter mit den News und Trailern. News. Chris, du wolltest über den Shang-Chi-Trailer sprechen? Ja, du hast den geschickt, deswegen dachte ich, möchtest du vielleicht auch drüber reden. Ja, der ist gut, ne? Ich find's sehr schön. Ist auf jeden Fall, macht Lust auf mehr. Also ich bin mal gespannt. Das ist mal ein bisschen was anderes auch und bin ich gespannt. Also sieht ganz gut aus, ja. Ja, ich mag das ja auch so, diese asiatischen Kampfkunstfilme und so weiter. Und ich hoffe mal, dass sie auch so ein bisschen, ja, ich nenne es mal so halbwegs bodenständig noch sind, dass es nicht ganz so abgefahren ist, aber die Kampfszenen, die sehen schon echt gut aus und das hat mir echt gefallen, der Trailer. Also gerade auch so die Mischung, dass da auch noch so ein bisschen Marvel, die ja wirklich sehr gute Geschichten schreiben können, dass die jetzt mal sich des Themas annehmen mit asiatischen Kampffilmen und auch die Szene in der Straßenbahn oder sowas, wo der da kämpft und so. Ach, das hat mir richtig gut gefallen. Ich hätte am liebsten sofort gesagt, ey, ich will den im Kino sehen, den Film. Der kommt richtig gut. Okay, ganz kurz. Angels Höllenkommando ist der nächste. Also doch, ja. Also klingt witzigerweise läuft direkt vor dem Angels Höllenkommando läuft Super Mario Brothers.
ja, da kam am Freitagabend, kam vorher, ne? Kam vorher Fright Night. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den, wo quasi der Vampir in der Nachbarschaft wohnt. Kennt ihr Fright Night? Auch ein sehr empfehlenswerter Film. Oh ja. Ich erinnere mich. Kate, hast du schon den Shang-Chi-Trailer gesehen? Ne? Nein. Nein? Nein. Ach so, guckst keine Trailer oder? Ich doch. Willst dich nicht spoilern lassen? Okay. Ich hab's nur irgendwie vergessen. Ach so. Ja. Also, ich hoffe mal, dass wir dann wieder ins Kino gehen können. Dann würde ich den gerne im Kino sehen, weil gerade wenn dann so Massenszenen, Massenkampfszenen und so, das kommt immer im Kino richtig gut. Das, klar. Den möchte ich nicht auf dem, obwohl er jetzt auch mittlerweile größer ist, der Fernseher, aber den möchte ich jetzt nicht auf dem, möchte ich schon gerne im Kino sehen. Schauen wir mal, wie sich's entwickelt. Was hast du noch? Ted Lasso? Den habe ich jetzt noch nicht gesehen, ja, im Trailer. Das habt ihr das noch nicht? Ach, mein Gott, oh mein Gott. Ich habe ihn angeguckt. Aber es geht doch jetzt schon weiter, oder? Was ist los? Gibt's ja, schon die neue Folge? Oder? Nein, da gibt's noch nicht. Der Trailer zur zweiten Staffel. Ich überlege gerade, ich glaube Ende Mai Folgen, oder sowas. Chris? Ich glaube Ende Mai, ich bin mir nicht sicher. Mythic Quest war es. Mythic Quest. Mythic Quest. Ja, das hab ich, da habe ich die Folge geguckt, aber da hat Kate noch nicht geguckt. Habe ich auch noch nicht geguckt, ja. Ich komme ja. Oh, was ist los mit den Leuten hier in diesem Programm? Ich gucke Schläferz, aber nicht die guten Sachen. Ja. Ja, Ted Lasso kommt zurück. Und, 23. Juli. Ich könnte nicht more excited sein. Im Trailer sind eigentlich alle Wichtigen schon wieder zu sehen. Der Hauptcast ist auf jeden Fall dabei. Dani Rojas ist auch dabei. Dani Rojas. Und also, ich habe mega Bock einfach drauf. Ich freue mich megamäßig drauf, weil ich kann es nur immer wieder wiederholen. Eine Serie ist mit so viel Herz, mit so viel Hingabe, so viel Liebe, so viel Witz, so viel allem. Und ach du Scheiße, ich hoffe, sie versauen es nicht in Staffel 2, aber es wird wohl relativ witzig mit einer Teampsychologin. wenn eine Teampsychologin auf Ted Lasso trifft, da bin ich ja echt gespannt. Und ein feiernder Dani Rojas. Dani Rojas. Mir fehlt eigentlich nur noch Jamie Tatete. Jamie Tatete. Ja, ich liebe es. Ich liebe es jetzt schon und ich freue mich unfassbar darauf. Auf den 23. Juli. Ich habe es gerade ohne Ton laufen, weil ich habe noch nicht gesehen gehabt, den Trailer. Ich sehe jetzt in dem Trailer aber immer noch, ich hatte eigentlich so ein bisschen die geheime Hoffnung, dass vielleicht mal irgendwelche echten Teams oder echte, ja, also weißt du, wie ich meine, dass da so echte Cameos und so wie bei Ballers oder so, weißt du? Ja. Aber wird vielleicht drin sein, kommt dann so überraschend, auch. Ja, genau. Genau. Ja. Hä, was ist denn hier? Ich habe gerade den Start verwechselt. Hä? Was? Ted Lasso? Jetzt ist gerade der Trailer vorbei, steht da Ted Lasso, A Conversation with José Mourinho. Was ist denn das? Ja, ja, das kennst du es noch nicht. Nee. Das ist ganz cool. Ist das ja, mit dem José echten? Mourinho, das. Ja, ja. Ah, okay. Cool. Das war sehr witzig, das ist sehr witzig. Okay. Genau, ich habe es gerade verwechselt mit dem Start von Loki. Aber da kommen wir gleich bei den Serien dazu. Okay. Das ist eine gute Überleitung. Serien. Das ist meine Spezialität, gute Überleitungen. So, erzähl mal was zu The Flight Attendant. Ich glaube, das müssen wir irgendwann demnächst gucken für Fortsetzung Volk, wenn ich mich recht erinnere. Das, oh ja. Ja, The Flight Attendant. Das Problem ist, man darf gar nicht so viel das erzählen, Problem. Weil die Serie sehr tief geht. Also das ist soll ich dir mal vorlesen, was bei uns im Hausaufgabendokument steht zu The Flight Attendant? Kaylee Cuoco ist eine Flugbegleiterin, wacht im falschen Hotel, im falschen Bett mit einem Toten auf und hat keine Ahnung, was passiert ist. Genau so das viel. Das war sehr schön erzählen. Übersetzt, 1:1 von IMDb. Im falschen Hotel, im falschen Zimmer auf, stimmt so nicht. Also Kaylee Cuoco ist tatsächlich Flugbegleiterin und flirtet auf dem Flug, also die ist in der ersten Klasse, First Class, und bedient da die Leute. Und Knock. Flirtet da mit einem von den Passagieren und der lädt sie dann in Bangkok ein, mit ihr die Stadt zu erkunden. Und die gute Schauspielerin, die Rolle heißt Cassie, und Cassie hat
Probleme. Und genau deshalb kommt sie immer in so eine Situation. Denn sie kann nicht alleine bleiben. Also sie hat ganz große Probleme damit, alleine zu sein. Und sie hat ein Problem mit Alkohol. Was über die nächsten Folgen halt deutlicher wird und auch durch Rückblenden in ihre Vergangenheit erklärt wird, warum. Und zwar ziemlich drastisch und ziemlich hart. Ah, gut, dass ich dich über den Chris mit höre. Sie ist wieder weg. Also ich höre sie im Hintergrund. Ich weiß nicht, wo sie ist. Hallo? Ja? Jetzt, hallo. Da ist sie wieder. Ja, hört ihr mich noch? Problem mit Alkohol, bitte weiter. Genau, sie hat ein Problem mit Alkohol und das wird halt, wie gesagt, in Rückblenden erklärt, warum, was da passiert ist in ihrer Vergangenheit. Und das wird halt über die nächsten Folgen deutlicher, also über die erste Folge hinweg. Sie flirtet auf jeden Fall mit diesem Typen und verbringt dann auch den Tag und auch die Nacht mit ihm. Und als sie am nächsten Morgen total verkatert und quasi fast schon mit einem Blackout, also sie weiß gar nicht mehr, was los war, muss erstmal gucken, wo sie hier gerade ist, aufsteht, stellt sie fest, dass sie neben einer Leiche geschlafen hat. Und zwar wurde der gute Mann aus der ersten Klasse ermordet. Nekrophilie. Und zwar richtig kaltblütig. Also da ist wirklich richtig viel Blut und alles. Dem wurde die Kehle durchgeschnitten. Hat es mit der Leiche getrieben? Sie hat es nicht gemerkt. Nein, Erik, nein. Da hat er noch gelebt. Ach so, okay. Ja, so. Mann. Und aus Panik und weil sie halt in Bangkok ist, versucht sie dann zu verschwinden und keine Spuren über sich selber zurückzulassen und dreht da mal ein bisschen durch. Und wie gesagt, da kommt auch immer wieder dieses Alkoholproblem von ihr zutage. Und was am Anfang wie eine Comedy-Serie wirkt, oder anfangs, man denkt so, ist das eine Comedy oder was ist das? Was wird das für ein Genre sein? Entwickelt sich nach und nach eher zu einem Mystery-Thriller. Sie hat auch sehr spannende Flashbacks, wo sie sich quasi mit dem Toten unterhält in ihrem Kopf. Also die hatten auch ein psychisches Problem. Also ich bin noch nicht ganz durch. Ich bin jetzt bei die fünfte habe ich fertig geguckt von 8. Und es ist echt spannend. Also ich bin echt gespannt, was da noch bei rauskommt. Okay, der Anfang von deiner Erklärung klang jetzt gerade nicht so gut, aber jetzt am Ende hast du nochmal einen Dreh gefunden, mir da Lust drauf zu machen. Aber ich habe gesehen, ist echt gut. Wir haben das nur in der Vorbereitungsliste, wir haben das noch nicht für die nächste Sendung drinstehen. Also ich möchte dazu sagen, ich habe die erste Folge ohne Ton gesehen, habe erst gedacht, oh cool, Kylie Cuoco, guckt man gerne mal an. Also ich zumindest finde die einfach immer noch total süß. Und war dann so ein bisschen überrascht, wer da noch alles mitspielt. Also Rosie Perez spielt mit, die kennt man ja aus Birds of Prey oder aus The Dead Don't Die oder was weiß ich. Also es ist eigentlich auch ein relativ bekanntes Gesicht. Hinter der Rolle steckt auch noch mehr. Also ja, ist nicht einfach nur eine Flugbegleiterin. Also da kommt auch noch mehr. Okay. Und ich glaube, dass das alles miteinander zusammenhängt. Dann T.R. Knight spielt mit, der O'Malley aus Grey's Anatomy. Und den kennt man auch, wenn man ihn sieht. Es sind sehr viele bekannte Gesichter dabei. Und was mich sehr gefreut hat, Michelle Gomez spielt auch mit. Und Michelle Gomez kennen wir als Missy von Doctor Who. Mhm. Aha, aber da ihr ja beide nicht so wirklich die Doctor Who-Schauer seid, warum auch immer, wird euch das so relativ wenig sagen, was mich sehr enttäuscht. Deswegen gehen wir ganz schnell weiter. Also ich möchte auf jeden Fall auch einen Blick reinwerfen in diese Serie, weil es wirkte doch bisschen seltsam, bisschen anders und ich bin da gespannt. Also mich hat es schon irgendwie interessiert. Und das ist nicht nur wegen einer Duschszene von Kylie Cuoco. Man sieht nichts, außer dass sie duschen geht. Es spielt übrigens auch die jüngere Schwester von Kylie Cuoco mit. Brianna Cuoco. Nicht, dass ich jetzt hier noch als Dingsen dann gelt, als oberflächlich. Die spielt eine Cecilia. Okay. Okay. Ah. Okay. Na gut, also cool. Ich werde es dann gucken, wenn wir es gucken müssen. Gibt es ja auf Amazon, steht hier bei uns drin in dem anderen Dokument. Ja, genau. Amazon Prime. Jawohl. Klingt aber an sich sehr interessant. Also vielleicht wird es dann nicht bei der nächsten Folge, sondern bei der übernächsten. Das ist relativ gut bewertet auf IMDb übrigens. Ne, aber. Ich kann ja mal bei der Gelegenheit ein bisschen verraten, was wir in der nächsten Folge besprechen. Dead Pixels habe ich noch nie gesehen. Wird mich auch interessieren. ZDF, Stargirl, yay. Das habe ich reingekriegt. Oh, da habe ich auch reingeguckt. Und Tin Star.
auf Sky. Tinstar, ja, da habe ich mal angefangen. Undercover Cop aus London verschlägt es nach Kanada und er wird von der Vergangenheit eingeholt. Boah, das klingt gut. Ja. Schau ich mal rein. Okay, ich habe noch eine Empfehlung. Tatsächlich, das ist aus einer der vergangenen Fortsetzung folgt Aufnahmen. Auch so ein Ding, was jemand eingetragen hat, hatte ich vorher noch nie gehört. Und habe ich erst gedacht, oh Gott, das gibt's in der ARD-Mediathek, was kann das sein? Ein besserer Tatort? Nein. Es handelt sich um eine Fernsehserie, die heißt Die Toten von Marnow. Und die ist verdammt gut, muss ich gleich mal einleiten. Wir sehen ein Polizisten-Ermittlerpaar, Frank Elling und Lona Ment. Die Lona Ment wird gespielt von, von Petra Schmidt-Schaller, doch, jetzt fällt es mir wieder ein. Frank Elling wird gespielt von Sascha Alexander Gerstag, den wir auch schon, oder haben wir beide schon in Filmen und so weiter gesehen. Und die beiden werden zu einem Fall gerufen. Wir sehen relativ am Anfang schon, dass jemand so eine Art Cleaner, so eine Art wie diese Harvey Keitel-Rolle bei Pulp Fiction, der quasi zu so einem Tatort kommt, mit der Leiche was macht, an deren Computer was macht und... Vergeht er sich an der Leiche? Nein, ist der Nekrophil? Nein, es ist kein Jörg Buttgereit-Film. sondern der macht da irgendwas mit der Leiche und als dann die beiden Polizisten kommen, hängt die Leiche plötzlich im Bad, kopfüber, mit eingeritzt Kinderschänder-Zeichen irgendwie oder als Schrift und wird halt versucht irgendwie ja, darzustellen, dass das wohl ein Racheakt war von irgendwelchen, ja, die mal als Kind missbraucht worden sind von diesem Typen. Und auf dem Rechner, der ja, wie wir wissen, schon am Anfang manipuliert wurde, wurden eben auch kinderpornografische Aufnahmen gefunden. Und sodass für die, in Anführungszeichen, normalen Polizisten der Fall relativ schnell in eine bestimmte Richtung geht. Aber unsere beiden Polizisten fangen ja doch nochmal ein bisschen tiefer zu graben, weil die sagen, ja, zwischen dem Todeszeitpunkt und dem Zeitpunkt, wo das eingeritzt wurde zum Beispiel, ist ziemlich viel Zeit vergangen und sie müssen dann wirklich tief graben und bewegen sich auch in sehr unsicherem Fahrwasser dann und es ist eine richtig, richtig gute deutsche Krimiserie, also abseits von diesen ganzen trögen, teilweise trögen Tatortsachen und Polizeiruf und sonst was, sondern mal eine richtig gute. Ich würde sie fast ein bisschen vergleichen, auch so mit Antikörper oder so, mit diesem Christian-Albert-Film, wo wirklich teilweise heftige Sachen dabei sind, üble Sachen, überraschende Dinge. Und das Ganze lief auch sogar im ARD und gibt es jetzt momentan immer noch kostenlos zum Schauen in der ARD-Mediathek. Also wirklich mal wärmstens empfohlen, solange wie es das noch gibt, weil das muss ja immer nach einer bestimmten Zeit wieder raus aus den Mediatheken. Ich glaube, hier steht was, ab 6. März für 3 Monate gibt es das in der ARD-Mediathek. Also sind wir jetzt gerade noch mittendrin. Also irgendwann wird es dann bald verschwinden. Guckt das mal noch an. Die Toten von Marnow. Da wisst ihr, warum ihr oder dass eure Rundfunkgebühren gut angelegt sind. Kleiner Tipp von mir. Ich werde es in den Shownotes mit verlinken. Und jetzt, oder? Hier? Ja? Habt ihr geguckt? Ich bin eingeschlafen, gerade als du erzählt hast. Spoilerwarnung? Ach, Banause. Banause, ey. Achtung, Spoilerwarnung. Letzte Folge. Falcon and the Winter Soldier. Oder besser gesagt, Captain America and the Winter Soldier. Huh? Oh, und du haust halt gleich den Spoiler. Was denn? Alter Verwalter, du haust gleich wieder voll raus hier. Was denn? Ja, also letzte Folge ist, kommt zum großen Showdown und es ist richtig episch. Ach, du heilige Kuh. Ja, ich fand's sehr schön. Oder sehe ich das falsch? Ich fand's sehr schön auch dann, wie am Schluss nochmal so ziemlich jeder so seine Szene kriegt. Also wir haben irgendwie ein Ende. Also irgendwie gibt's so zig Enden, wo jeder nochmal so schön seinen Abschluss bekommt. Hatte was von Herr der Ringe, ja. Und dann nochmal diese, diese Mid-Credit-Szenen, muss man es ja nennen, das ist ja keine Post-Credit-Szenen. Ja, also es wird sehr viel in die neue Richtung für den nächsten Abschnitt reingeschoben. Es ist richtig gut, dass manche Geschichten dann auch jetzt schon zu Ende erzählt sind und andere wiederum nicht, dass sehr viel auch wieder offen gelassen wird. Aber was auf jeden Fall nicht offen gelassen ist, ist, was Sam Wilson da in der Box aus Wakanda findet.
Na, war das nicht sein neuer Anzug? Hatte ich vermutet. Ja. Ich habe auch überlegt, ob das da drin war, weil der hat doch dann auf einmal diese neuen Flügel. Ja. Meinst du nicht? Natürlich, ist sein neuer Anflug. Ja, ist sein neuer Anzug. Ja. Also okay, schön mit euch darüber jetzt diskutieren. Wird es doch nicht offen gelassen, oder? Oder habe ich was verpasst? Na, das nicht. Aber, nein, natürlich ist da der Captain America-Anzug für ihn drin gewesen, klar. So, okay. Wo soll er den sonst herhaben plötzlich? Ja. Dachte ich nämlich auch. Ja. Aber was zum Beispiel ist mit Daniel Brühl? Wie geht's da weiter? Der ja, sitzt ja im Raft. Übrigens, geiles Spiel. Okay. Was ich zum Beispiel viel, viel krasser fand, was aber nur so nebenbei lief, war tatsächlich die Enthüllung, wer hinter dem Powerbroker sitzt. Ja, das kam ja dann nochmal mit Absicht. Credit-Scene. Ja, das wurde dann noch immer ein bisschen... Ja, es kam ja während der Folge und dann eben in der Mid-Credit-Scene, wo ich gedacht habe, fuck! Doppelagentin. Quasi. Ja. Ja, aber auch so richtig gut. Cool. Einfach so... Ja, aber ich fand das mega gut, weil es war einfach nur so, ja, lass uns kurz einfließen so in ein, zwei Nebensätzen. Wir gehen da gar nicht gerade groß drauf ein, weil ihr habt es jetzt mitbekommen und jetzt gehen wir mal weiter hier. Du musst halt wirklich die Folge aufmerksam gucken oder generell die Serie aufmerksam gucken, weil dir sonst einiges entgeht. Und das wäre zum Beispiel was gewesen, wo dann einige gedacht haben so, habe ich was verpasst? Weil sie irgendwie nicht richtig aufgepasst haben. Das finde ich echt gut, dass es so platziert wird. Ja. Aber da haben sie ja nochmal alle Register gezogen, was auch Thema Action-Szenen und sowas angeht. Also das war ja, da wurde ja quasi überall, war irgendwas in der Luft. Und ja, genau, du machst das in der Luft, das ist dein Ding. Und aber Bucky Barnes fand ich auch extrem cool mit seinem Motorrad und so. Das hat jeder nochmal richtig coole Szenen bekommen, fand ich. Selbst die, in Anführungszeichen, Bösewichter haben nochmal schöne Szenen bekommen. Die Schauspieler auch, gute Szenen, wo sie sich nochmal präsentieren konnten und so. War ein wahnsinnig guter Abschluss, fand ich, von der Serie. Absolut, ja, absolut. Einfach, es gab so viele Szenen in dieser letzten Folge auch wieder, die so perfekte Comiczeichnungen auch gewesen wären. Ja. Das fand ich ganz arg wichtig und ganz arg stark in diesen Marvel-Sachen, dass du wirklich dir immer bewusst bist, oder dieses immer wieder ins Zurückrufen mit, hey, es ist eine Comicvorlage, denk da immer mal dran. Und einfach teilweise episch, richtig cool. Wir haben jetzt also einen neuen Captain America in einem Iron Man Anzug aus Wakanda. Also jetzt, ich weiß gar nicht, ob noch arg viel mehr Mashup geht. Ja, also es war, ich mochte das. Ich fand den Anzug echt schön, bis auf diese halbe Gesichtsmaske. Ja, ey, genau. Das hat mir nicht so gefallen. Das fand ich genauso also komisch. Weil dann der ganze Hals so verdeckt ist, bis über die Augen und der Kopf dann frei. Das fand ich nicht so schön. Aber da hätte man sich bestimmt was Besseres ausdenken können. Aber ansonsten, ich finde es sehr, sehr geil, dass er wurde nicht ernannt. Er hat entschieden, dass er es ist und hat bewiesen, dass er es sein kann. Und damit haben es alle akzeptiert und das finde ich saugeil. Ja. Ist auch, was mir hier wieder aufgefallen ist bei der Folge, dass selbst bei kleinen Szenen oder bei Szenen, die jetzt nicht so das große Bombast sind und die großen Massen sehen, dass da unheimlich viel Wert drauf gelegt wird, wie ist die Kamera, wo steht die, wie ist es gedreht, wie fällt das Licht und so weiter. Also das hat mir sehr gut gefallen. Also gibt es so ganz kleine Szenen, wo ich dachte, boah, das ist richtig, richtig gut. Und vor allem, wirkt auch alles so aus einem Guss, was mir manchmal bei so DC-Sachen, außer jetzt bei dem Zack Snyder Cut, der auch extrem aus einem Guss ist, was mir bei den meisten DC-Sachen auffällt, wo das ein bisschen so unstimmig wirkt, manche Szenen. Aber hier wird wahnsinnig drauf geachtet, dass es wirklich so aussieht, als wäre jedes, was der Chris schon gemeint hatte, als wäre jedes Bild, jedes Frame, wenn du es anhältst, könntest du es ausdrucken, klebst in ein Comicbuch ein, machst dann das nächste Frame daneben und so. Das sieht halt alles aus wie eine Geschichte aus einem Comicbuch. Ne? Und das ist gar nicht so einfach mit den unterschiedlichen Lichtstimmungen und allem, dass das wirklich so dieser Look einheitlich bleibt. Wahnsinnig gut. So, und jetzt kommt der Knaller. 2023, in 2 Jahren, kommt Captain America 4. Ja. Mit Anthony Mackie ziemlich sicher als Cap und
Drehbuch und alles übernehmen die beiden Herren, also Malcolm Spellman und Dallin Muson, die Falcon and the Winter Soldier geschrieben haben. Sehr gut. Bam! Sag ich das da mal. So Bam! Toll. Das ist so toll. Bis dahin, wenn dann Covid-22 ist, dann. Ist mir egal, bin ich geimpft. Genau. Jawohl, da freuen wir uns doch dann, wenn es dann wieder losgeht im Kino, wenn wir die ganzen Sachen sehen können. Ist ja einiges geplant hier, diese ganze Agenda von Marvel, ne? Mal sehen, was sie da alle so. Ich hab so Bock auf diese nächste Phase. Das hat unglaublich. Also dieser Cut mit dem Endgame und diese neue Welt, die sich hier öffnet, allein durch diese beiden Marvel-Serien jetzt, und die dritte kommt ja noch. Also ich habe so richtig Bock auf diese nächste MCU-Phase. Noch mehr Bock als auf die alte. Nochmal zu gucken. Richtig, richtig Bock. Bock, 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 Bock. Da gab es doch irgendwie dieses Bild hier, das suche ich gerade. Wo ist das hier? Hawkeye-Film? Ach genau, hier, Shang-Chi. Ja, das hat man ja jetzt. Loki kommt als nächstes. Da wollte der Chris nachher gleich noch was. Doctor ja, nee, Strange. Loki wollte ich gleich sagen. Ab 11. Juni. Also bald geht's los mit Loki. Und das ist so eine Serie, auf die ich mich einfach megamäßig freue. Weil Tom Hiddleston finde ich einen coolen Schauspieler. Und in der Rolle als Loki einfach großartig. Deswegen, da freue ich mich drauf. Da freue ich mich wirklich drauf. Was denn jetzt hier auf Phase 4? Ja, vor allem, ich fand der Trailer, der hat so viel gesagt und doch einen verwirrt zurückgelassen. So, wie das funktionieren soll, mit dass er jetzt die Zeitlinien reparieren soll und so. Das ist abgefahren. Also, keine Ahnung, wie die das umsetzen werden, aber ich glaube, es wird grandios. Ja, wenn es so gut ist wie Falcon and Winter Soldier oder wie die andere Serie hier, dann auf jeden Fall. WandaVision. Genau. Also wenn die da wirklich auch so viel reinstecken. Ich habe jetzt gerade nochmal offen, also theoretisch hier in dem ursprünglichen Ankündigung war Black Widow für den 1. Mai geplant. Das wird ja wohl nichts, ne, oder? Oder machen das auch wieder so, dass es parallel irgendwie... Nee, kommt doch dann kommt ins Kino und einen Tag später auf Disney Plus zum Klicken mit VIP-Zugang, oder? Alles. Ja. Haben wir das? Nee, das haben wir in Deutschland nicht, ne, oder? Können wir da auch machen sowas? Ja? Ja, klar. War doch bei Mulan auch. Also die großen Filme kommen alle zeitgleich Disney Plus dann raus. Stimmt, bei Mulan war das ja auch. Aber du hast halt den VIP-Zugang, das kostet dich halt wieder extra. Aber da habe ich gewartet, bis der normal mit drin war bei Mulan. Ja. Mal gucken. Ja auch gut war. Gibt es da nicht so ein, dass man es kaufen kann einmalig, oder ist das VIP-Ticket? Oder muss ich dann einen höheren Vertrag machen, dass ich jeden Monat 100 € zahle oder was? Ich habe da gerade so meinen Beef mit Sky wegen solchen Sachen. Weiß ich nicht, heile ich mich raus, weil das VIP-Ticket funktioniert. Gucken wir mal, Disney Plus. Wir haben das ja noch nie gemacht. Ich bin immer noch nicht davon überzeugt, dass ich Disney 20 € in den Hals werfe, zusätzlich für einen Film, den ich dann ein paar Wochen später auch noch so sehen kann. Das ist halt, du kannst auch einfach abwarten. Mittlerweile dauert das ja alles nicht mehr so lange. Ja, wenn ich mir überlege, wie lange das immer gedauert hat, früher, also wirklich früher, vor 15 Jahren, wie lange es gedauert hat, dass ein Film auf DVD rauskam. Oder auf Videokassette noch früher. Das hat ja ewig gedauert. Das war ja teilweise ein Jahr oder anderthalb Jahre. Und mittlerweile kriegst du die Sachen ja im Stream, kurz nachdem sie aus dem Kino raus sind. Oder kurz nachdem sie veröffentlicht wurden, weil das Kino jetzt gerade zu hat. Du brauchst gar nicht mehr so lange warten, bis die Sachen da sind. Also ganz ehrlich, wenn das jetzt, was weiß ich, 8 Wochen im VIP-Zugang ist, dann warte ich die 8 Wochen. Also ich habe es mittlerweile. Wochen in dem Fall. Ich habe es parallel mal rausgefunden. Es ist also so, man kann ganz normal über die App das einmalig kaufen gegen eine Gebühr von 21,99 €. Und dann kann man muss natürlich ein gültiges Disney Plus Abo haben, und dann kann man gegen die Extragebühr von 21,99 € sich diesen Film dann kaufen oder ausleihen dann für zum Schauen. Und das wird dann einfach davon abgebucht, wo auch die normale Disney Plus Gebühr abgebucht wird. Und aber nur für diesen einen Film. Ja, genau. Man kann das auch sperren lassen. Also wenn man jetzt, was weiß ich, hier, wenn man das nicht möchte, wenn man jetzt hier, was weiß ich, muss ich mal machen. Dabei meine Tochter, die hat ja oben auch einen Fire TV Stick mit Disney Plus und so. Nicht, dass die aus Versehen mal irgendwo draufklickt oder so. Aber ich glaube, da kommen noch ein paar Fenster, wo gefragt wird, wollen sie es wirklich kaufen und so. Jetzt bezahlen, ja. Genau, also so funktioniert es. Aber da bin ich echt geneigt,
ja, mir den mal zu klicken. So, wenn's, allerdings, wenn sie wieder sagen, dass sowieso einen Monat später der regulär kommt, dann vielleicht nicht. Dann ist mir das 22 Euro nicht wert. Und, aber sonst, ja, mal gucken. Okay, dann sind wir ja schon soweit hier mit den Filmthemen durch. Dann kommen wir mal Rätselecke, die ja auch meistens was mit Filmen zu tun hat. Bin ich gespannt. Rätselecke. Ich habe übrigens meine Idee gehabt, dass wir vielleicht einfach wöchentlich durchwechseln, dass nicht immer vielleicht dieselben Leute, wenn sie es richtig erraten, ein Rätsel machen. Aber wir können es auch gerne so weitermachen. Klar machen. Ja, genau, das ist immer also klar. Also ich habe mich vorbereitet. Ja. Ich habe mich vorbereitet. Ich habe drei mögliche, also drei Behauptungen Ach so. Und eine Stichfrage mit Schätzen. Wenn, dann brauchen wir ja den so. Anderen. Warte mal. Genau. Also, richtig oder falsch? Bitte, danke. Ganz genau. Also ich habe mehreres rausgesucht. Ich muss es nur richtig formulieren. Also, ihr kennt den Film Fight Club. Ja. Ja. Mit Pitt und Norton in den Hauptrollen. Es gibt eine Szene bei Edward der... Edward Pitt und Brett Norton. Genau. Sorry. In dem Pitt den Edward und Norton Harry. Auf... Hallo! Entschuldigung, es tut mir leid. Okay, Entschuldigung, jetzt fang nochmal an bitte, Kadi, fang bitte nochmal an. Also, Fight Club. Gibt es eine Szene, in der Tyler Durden heißt er, glaube ich, der gespielt wird von Brad Pitt, den Erzähler Edward Norton gespielt, auffordert, ihm so richtig einen in die Fresse zu schlagen? Ja. So. Meine Behauptung ist, dass Norton den Pitt tatsächlich geschlagen hat. Also nicht nur so ein Fake-Schlag, sondern so richtig, richtig fett ja. in die Fresse geschlagen hat. Ist das richtig oder falsch? Es ist richtig. Richtig. Das ist eins der bekannten Korrekt. Fakten zu dem Film. Okay. 1:1 steht es. Ja. So, nächste Frage. Diesmal geht es um Fast and the Furious. Und zwar um den allerersten Fast and the Furious Teil. Meine das Behauptung Erik sein ist, dass... Oh, den hatte ich in der Sneak Preview damals. Also meine Behauptung Sneak. Ist, dass die beiden weiblichen Darsteller Michelle Rodriguez und Jordana Brewster in diesem ersten Teil von The Fast and the Furious noch nicht mal einen Führerschein hatten. Aber in den Szenen wilde Verfolgungsjagden und Drive-Thrus und keine Ahnung, was gemacht haben. Ist das wahr oder falsch? Also beide hatten keinen. Beide. Doch, sind die selber überhaupt gefahren in dem Film, überlege ich gerade. Die standen doch höchstens mal an der Startlinie und dann hat ja eh wahrscheinlich der Stuntman übernommen. Deswegen sage ich mal, das stimmt. Weil die, ich glaube im ersten Teil war Frauen erstmal nur schmückendes Beiwerk. Ja, aber es geht ja darum, ob sie einen Führerschein hatten. Ja, irgendwie. Ja, ich glaube, die waren sehr jung. Also, ich will dir nicht helfen, ne, mach was. Gottes Willen, wir sind ja Konkurrenten hier. Ich überlege gerade noch. Du sagst, ja, das stimmt, dass sie beide Damen hatten keinen Führerschein. Oh, nicht, dass jetzt hier die Antwort ist, ja, die eine hatte noch keinen und die andere hatte einen. Nee, das ist halt blöd. Ja, das kann ja sein. Also, weißt, die Aussage ist, beide hatten keinen. Deswegen überlege ich. Gut, ich bleibe trotzdem bei meinem. Also, ja, das stimmt. Ich könnte es mir bei einer könnte ich so vorstellen, aber bei zwei wäre das natürlich hart. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt taktisch vorgehe, dann werde ich natürlich jetzt das Gleiche sagen wie der Erik, weil dann kommt es zur Schätzfrage nachher. Obwohl, warte mal, lass mal überlegen. Ich habe ja noch eine Frage übrig dann. Nee, warte mal. Na gut, ich darf es jetzt nicht mehr ändern. Okay. Also beide haben keinen Führerschein gehabt. Ich denke gerade dahingehend, du kannst ja in den USA schon ab 16 einen Führerschein machen. Also hier, da müssten die ja, also, ja okay, jetzt habe ich gerade. Aber das ist so abstrus, also. Also Erik sagt, sie hatten beide keinen Führerschein. Was sagt der Chris? Die hatten beide keinen Führerschein, ich sag's auch. Weißt du, ist korrekt, sie hatten tatsächlich beide keinen Führerschein. Die eine hatte zumindest die theoretische Fahrprüfung bestanden.
die andere aber noch nicht. Was hast du in den USA für eine theoretische Fahrprüfung? Da musst du nur dein Antragsformular richtig ausfüllen mit deinem Namen. Nee. Das ist deine Nee. Du musst ja da so eine schriftliche Prüfung und wie bei uns noch nicht ganz so krass. Und die praktische Prüfung ablegen. Ja. So, nächstes Mal. Ja, also, aber das ist ja, weil das machst du doch bei Patty und Selma, machst du das. Toto und Harry? Okay. Und übrigens, Fast and Furious war, wann kam denn der erste? Das muss irgendwie 2001 oder so gewesen 2001, sein. Ne? Michelle Rodriguez ist 1978 geboren, also. Das hat auch nichts damit zu tun, ob sie, wie alt sie ist, aber sie haben halt einfach keine. Der Erik hat gesagt, waren die da überhaupt schon so alt? Deswegen. Ach so, nee, ich habe dahingehend überlegt. Ja, die sind in dem Film Auto gefahren. Ich habe überlegt, waren die 18 schon in dem Film? Ich war mir jetzt nicht ganz. Und dann ist mir aber eingefallen, nee, in den USA kannst du ja schon ab 16 machen und so. Ja. Aber ich glaube, der erste Teil, ich erinnere mich nur, dass die irgendwie an der Startlinie standen, dann wurde da die Fahne geschwenkt und dann hat wahrscheinlich der Stuntman übernommen. Also von daher. Aber sie hatten auf jeden Fall mehr Gesichtsausdruck wie Vin Diesel. Okay, weiter geht's. So, dritte Frage. Wenn ihr die beide ebenfalls gleich und richtig beantwortet, dann gibt es eine Schätzfrage. So. Wahrscheinlich ist das auch wieder viel zu einfach, aber mal gucken. Es geht um Stirb langsam. Und um einen meiner Lieblingsschauspieler, Alan Rickman. Bruce Willis. Achso. So. Harry Potter. Es gibt die Szene, in der Hans Gruber beim ein Sturz vom Nakatomi Plaza Gebäude. Übler Spoiler hier. Puh. Ja, der fällt da runter. So. Und jetzt ist meine Frage. Die Szene selber, also der Gesichtsausdruck von Alan Rickman ist ja unfassbar gut gespielt. Und jetzt ist meine Frage. Ist richtig. War das schauspielerisches Talent? Ist das schauspielerisches Talent gewesen? Oder wurde er einfach früher losgelassen, als wie ursprünglich das ist doch jetzt eine Entscheidungsfrage. Damit es überraschender ist. Du musst es anders fragen, weil du hast gefragt, ist es das oder das? Nee, du musst einen was sagen und sagen, ist das richtig oder falsch? Ist schauspielerisches Talent? Was ist da jetzt der Unterschied? Ja, glaubst du nicht, dass Kate jetzt eine Frage stellt, wo alle zwei Sachen falsch sind? Das ist fair. Kannst du bitte nochmal die Frage... Entweder das eine oder das andere. Sag nochmal kurz die Frage. Wurde Alan Rickman in dieser Szene früher losgelassen, ja, als richtig ursprünglich geplant, oder war es schauspielerisches Talent, dass es so echt rüberkam? Also er wurde früher losgelassen. Ja, okay. Chris, was sagst du? Oh Gott. Ich glaube nicht. Was? Ist leider falsch. Erik hat recht. Ich dachte, du kennst es alles hier mit Stück. Ich wollte dich jetzt gewinnen lassen. Ausgemacht war, dass man ihn bei 3 loslässt. Ja. Man hat ihn dann aber schon bei 2 losgelassen, um eben den Effekt der Überraschung in seinem Gesicht echter zu gestalten. Aber ich glaube, das hätte Alan Rickman auch ohne diese Überraschung hingekriegt, weil Alan Rickman war ein unglaublich toller Schauspieler. Ja. So, dann hebe ich mir die Schätzfrage fürs nächste Mal auf. Erik hat gewonnen. Ich gucke Stirb langsam 1 immer wieder gerne, auch im Original, weil es echt cool. Das haben sie ja dann nochmal nachsynchronisiert, weil in der ersten Fassung, die ich auch irgendwo auf VHS hatte, da war das Deutsche totales Kauderwelsch, was die gesprochen haben. Das war wirklich Sauerkraut, irgendwelchen Scheiß. Ne? Und dann haben sie, als dann auf DVD nochmal irgendwie dieser Widescreen-Release rauskam, haben sie die englische Tonspur wirklich ordentlich gemacht, dass die halbwegs ordentlich Deutsch sprechen. Für die jüngeren Zuhörer unter uns, VHS ist jetzt nicht die Volkshochschule, sondern das Video-Home-System. Das waren schwarze Kassetten, große schwarze Kassetten und Bänder, da waren Bänder drin, wo man Filme und Sachen, wo man Fernsehprogramm aufnehmen konnte. Wurde 1976 eingeführt. In Konkurrenz zu? Wie hieß das andere? Betamax. Beta 2000. Betamax. Ja. Okay. Genau das. Und warum hat VHS gewonnen? Weil sie besser waren. Wegen Sony. Nein, weil die Pornohersteller auf VHS gesetzt haben. Ah, ja. Okay. Wie immer. Ja, okay. Die Erfindungen wurden durch Pornografie angeschoben.
Jawohl. Ja, nicht überraschend. Ne? Ja, genau. Die Internet ist ganz wichtig bei VHS. Die Kassetten immer zurückgespult wieder abgeben in der Videothek. Oh sonst ja. Sonst kostet eine Mark. Das war damals die Währung. Gibt's auch nicht mehr. Gibt's alles nicht mehr. Das war damals die Währung. Damals die Mark, die deutsche Mark. Also deutsche Mark. Habe ich mir erstmal noch einen, nicht die DDR-Mark, warte mal, jetzt habe ich mir da erstmal noch einen Applaus verdient hier. Die richtige Lösung. Danke, danke. So, dann bin ich das nächste Mal dran, okay. Dann können wir mal überlegen, ob wir einfach so immer durchwechseln, so wie man das mal, dass jeder. So, und jetzt pass auf, in welchem Land ist die D-Mark immer noch ein anerkanntes Zahlungsmittel? Die D-Mark? Zahlungsmittel? Ja. Gibt es da eine, ja. Bei irgendwelchen Reichsbürgern vielleicht? So. Obwohl, nee, die setzen ja auf Silber, ne? Die denken ja, Silber wäre das, oder Edelmetalle oder so, ne? Ja. Sollen sie mal. Ja, also, und wo? Ach so, keine. Gibt es vielleicht irgendwie noch eine ehemalige Kolonie oder sowas, wo es die D-Mark noch gibt? Keine Ahnung, ich weiß also nicht. Es gab, glaube ich, nämlich tatsächlich noch wirklich. Ich dachte, du weißt es, deswegen habe ich in Namibia vielleicht, in irgendeiner Ecke, wo es mal so ein deutsche Ecke noch gibt oder so? Tja, ich kann es ja auch nicht mehr sagen. Ach so, du hast noch nicht mal eine Antwort für mich, du lässt mich hier fragen. Mann. Das gibt's ja wohl nicht. Ja, vielleicht weiß es eine unserer geschätzten Hörerinnen oder Hörer. Ich finde hier nichts. Hier. Muss da irgendwo stehen. In dem Wikipedia-Eintrag. Keine Ahnung. Ist jetzt wurscht. Lass uns weitermachen. Moment, jetzt lese ich mich hier rein. Ich wollte dich nur verarschen. Dann machen wir weiter mit den Musiktipps hier. Music. Irgendwie ist der Musiktrenner vom Stil her irgendwie so ein Bruch zu den anderen Sachen, die wir haben. Ich muss da mal noch was machen. Ja, aber finde ich ja ganz gut. Okay. Was habt ihr für Musiktipps? Music. Ich stelle mir da immer so einen vor, der auf seinen Bongos spielt. So Music. Und dann kommt DJ Bobo und der sagt, Music is what I'm living for. Ja, Music. Mit seinen Dance-Moves. Ich habe übrigens gerade mitgemacht, falls es jemand gesehen hat. Natürlich, wer nicht. Also ich habe gerade die Dance-Moves gemacht. Alle Hörer, die jetzt mithören, die das kennen, DJ Bobo Dance-Moves, ja. Believe in freedom and love. Quasi so die Arme in die Luft halten, wie so auf so einer ägyptischen Zeichnung so zur Seite und dann so mit dem Kopf so hin und her. Ja, genau. Ja, genau. Man kennt das. Ich habe von Kraftwerk die Wir sind die Roboter. Ja, habe ich mal rein. Genau, richtig cooler Song. Der ist Party. Ich glaube, du musst deinen Musiktipp nochmal ändern. Ich glaube auch. Gibt's eigentlich einen DJ Bobo Hitmix? Mal gucken. Mit Sicherheit. Jetzt sag mal deinen Tipp bitte. So. Mit Sicherheit. Ich habe meinen schon gesagt. Okay. Guten Morgen. Ich mach mal so lange. Ich nehme von 5 Seconds of Summer She Looks So Perfect. 5 Sekunden Sommer nur. Ein bisschen wenig. Aber jetzt kommt der Sommer wieder. Hat's gemerkt. Draußen. Herrlich. 5 Seconds of Summer. Also wenn du so anfängst, Erik, dann frage ich dich doch mal, was ist denn das für ein Kraftwerk? Ist das ein Kernkraftwerk oder ist das ein Solarkraftwerk? Ein Soundkraftwerk. Ein Soundkraftwerk, alles klar. Ich habe von Crow, wer kennt den nicht, den Panda-Man, den Panda-Rapper, Smooth. Und ich habe den Titel Smooth rausgenommen, weil das Video zu diesem Titel ist unfassbar gut. Das ist mit eins der besten Musikvideos, die ich je gesehen habe, weil er stellt die Tanzszene von Napoleon Dynamite nach. Ach, ja. Okay. Unbedingt anschauen. Ganz, ganz großartig. Sehr lustig. Ganz cooler, ja. Cooler Song an sich auch, aber richtig cooles Video, richtig geil. Eine richtig herrliche Hommage und feiere ich total. Hat er irgendwie, der ist doch bei Chimperator nicht mehr, ist doch nicht mehr sein Label, oder? Der ist doch... Ich glaube nicht, nee, die Chips haben ihn doch abgefuckt. Oder ist der jetzt, macht er jetzt eine Eigenveröffentlichung oder ist er woanders gelandet? Stimmt. Muss ich auch mal gucken. Ja, das Video hat es bei mir ein paar Mal in die Timeline reingespielt. Ich habe noch nicht drauf geklickt gehabt, werde ich mal noch machen. True Works Records ist er jetzt, sein eigenes Label, 2018. Ah, okay. Aber ist er noch in Stuttgart, das Label, oder? Wissen wir nicht. Ist er noch hier? What the fuck, ey? Also, was ist eigentlich los mit dir? Gucken wir mal. Was? Ja. Hä? Wie, was los mit wem? Mit dir. Mit mir?
Der Chimperator ist da unten beim Witzemann, ne? Und das andere Label, ist das auch hier, oder? Das war keine Ahnung. Ach so, okay. Hätte ja sein können, der hat dann komplett hier alle Brücken abgebrochen, aber gut. Okay, dann sind wir ja... Oh, hier, ihr habt noch ein Thema, sehe ich hier, ein sonstiges. Ja, bei Kommentare, Twitter, Facebook und so. Sonstiges, es gibt eine richtig coole Fotoaktion von den Innenstadtkinos Stuttgart. So. Wurde vielleicht dem einen oder anderen auch schon angezeigt und reingespielt. Es haben sich Mitarbeiter ablichten lassen, und zwar aus allen Bereichen, also sowohl Filmvorführer als auch Thekenmitarbeiter, als auch die im Backoffice sind. Die Frau Fritz ist auch dabei, also der das Kino gehört, Besitzerin ist auch dabei und solche Sachen. Richtig, richtig coole Aktion, und die Kinos hoffen natürlich extrem drauf, dass man bald wieder hin darf oder dass man vorbeikommen darf. Und wir sind hoffentlich bald wieder für euch da, heißt es da schön. Und ich habe das in der unserer Metropol-Sneak, guck mal, in der Gloria-Sneak-Gruppe, noch in dem alten Muster, in der Gloria-Sneak-Gruppe auch gesagt. Und wir dann hoffentlich auch für das Kino. Das heißt nochmal der Aufruf, sobald man wieder ins Kino darf, nutzt das auch unter allen hygienischen Voraussetzungen und unter allen Sicherheitsauflagen. Und ich bin immer noch der Meinung, dass die Systeme in den Kinos da extrem gut waren, zumindest hier in Stuttgart auf jeden Fall, wie das ablief, worauf man geachtet hat und was gemacht wurde. Ich fand das sehr gut. Ich habe mich da relativ wohl gefühlt in dieser Pandemie, und es war ein toller Moment, einfach mal wieder abzuschalten, Blick nach vorne richten auf die große Leinwand, und ich hoffe, dass wir bald wieder rein dürfen, und deswegen, wir sind hoffentlich bald wieder für euch da. Definitiv. Das sind ja auch nicht so die Ansteckungs-Hotspots, diese Kinos, hat sich ja gezeigt. Und es gibt ja auch das internationale Trickfilmfestival, wo ja die Innenstadtkinos eigentlich auch immer integraler Bestandteil des Ganzen waren. Und das findet ja jetzt quasi nächste Woche ungefähr, fängt so langsam an mit Starten. Also Mitte, Anfang Mai fängt es dann an. Ich werde auch hier auf kinocast.net einiges sehen. Und schaut da ruhig mal hin. Also wir werden dann auch so einen Livestream mit anbieten. Und mal sehen, vielleicht auch irgendwie Links zu irgendwelchen Filmen, die man dann schauen kann. Und ja, macht das mal und klickt euch auch ruhig mal auf die komplette Seite vom Internationalen Trickfilmfestival. Damit unterstützt ihr auch eigentlich alle Partner, die damit zusammenhängen, weil wie es halt immer so ist, da ist halt auch ein bisschen, was weiß ich, Werbepartner und so. Guckt euch das ruhig mal an und schaut mal, was ihr da, ob man da irgendwas klicken kann, wo dann getrackt wird, die Besucher und so weiter. Ne? Das wäre wichtig. Gerade jetzt in der heutigen Zeit. Ja, Trickfilmfestival findet vom 4. bis 9. Mai statt, und ich denke mal, so ab dem 4. Mai werden wir dann auch eine extra Seite hier auf kinocast.net haben. Und wen es interessiert, es gibt so Festivalpässe, die man buchen kann, die kosten auch nicht die Welt, und wenn ihr vielleicht auch irgendein Medium habt, irgendeine Webseite, ein Stream oder irgendwas mit Film und Kino, gibt es auch die Möglichkeit, da so Presseaccounts zu bekommen, wo ihr dann diverse Filme rezensieren könnt. Die kosten auch nicht, ich bin jetzt hier gerade drauf, also Festival Pass Online kostet 19,90 €, das ist ja quasi ein halbes Sky, ja, dann lieber das als Sky, und wenn ihr es zu einem günstigen Preis bekommt, Sky, ja, es bekommen ja nicht alle, selbst langjährige Kunden nicht, ne? Ja, genau, dann lieber sowas hier, und damit unterstützt ihr auch die ganzen, die das alles mit am Laufen halten, und für die ist es halt auch sehr schwierig gerade in der aktuellen Zeit, das so online zu gestalten, ist halt alles nicht so einfach. Also guckt euch das mal an. Und heute Nacht sind Oscars, ne? Definitiv, ja. Habt ihr irgendeinen Favoriten? Nö. Guckst du es an, Erik? Nee. Also dieses Jahr reizt mich auch irgendwie gar nicht, weil... Ja, mich auch nicht. Man war ja nicht im Kino, sonst bin ich halt ganz viel ins Kino gegangen, hab die ganzen Sachen alle geschaut und hab geguckt, dass ich die noch nachhole, die ich noch nicht gesehen habe und so weiter. Aber dieses Jahr, also, ja, weiß nicht, Mank haben wir halt gesehen. Ich habe halt auch oft geguckt wegen Steven Gätchen und seinem Red Carpet Report. Also schauen wäre ich es auch. Das fand ich halt, also ich nehme es mir auf, sehr halt, schön. Ne? Ich schaue es nicht live. Ja, ich werde es auch aufnehmen, aber ich werde es nicht live schauen, ich bleibe nicht wach. Also es ist halt dadurch, dass eben viele von den Filmen konnten wir halt wirklich durch die aktuelle Pandemie ja gar nicht sehen. Was weiß ich, irgendwelche Thomas Winterberg hier, Another Round oder Nomadland hat bei uns auch keinen Starttermin. Und keine Ahnung, sonst hast du halt immer wenigstens mal die Chance gehabt, das irgendwo noch in einem Arthouse-Kino zu sehen oder irgendwie
Ja, selbst die Screener-Themen sind diesmal irgendwie völlig eingeschlafen. Also die, sonst haben wir immer mal von Filmfirmen irgendwie einen Link bekommen, so hey, hier kannst du mal unsere Oscar-Kandidaten gucken. Aber dadurch, dass die auch alle noch warten, dass es vielleicht irgendwie noch ins Kino bringen können, sind die auch sehr vorsichtig, was das angeht. Und deswegen, ich habe nicht das Gefühl, dass mich das jetzt nennenswert interessiert, was jetzt dieses Jahr gewinnt bei diesem komischen Kinojahr. Also was jetzt nichts mit dem Film zu tun hat. Ja, die Filme, die wir gesehen haben, hier Trial of Chicago 7 oder so, fand ich ja sehr, sehr gut. Aber die anderen von den besten Filmen, ja, Trial of Chicago 7 und Mank haben wir geguckt. Die anderen kenne ich nicht. Ja. Also deswegen, sonst habe ich irgendwie alle geguckt gehabt. Da habe ich ja, okay, da habe ich einen Favoriten und so. Fehlt sowas ein bisschen, ne? Es fehlt sowas. Fehlen diese kleinen Dinger, wo dann in der Sneak einfach auch liefen, wo ja. Du danach gemerkt hast, okay, ja wirklich, okay, kann ins Oscar-Rennen rein und alles. Das fehlt einfach. Ja. Das fehlt. Ich habe ja auch... Es ist nicht dasselbe. Es ist nicht das Gleiche. Wo ich rückwirkend hier bin ja gerade dabei, immer noch die Beiträge aufzuarbeiten und die Personen korrekt zu verlinken, die immer da beteiligt waren bei den Kinocast-Episoden. Da gab es Jahre, habe ich festgestellt, ey, da hatten wir echt viele Oscar-Kandidaten in der Sneak gehabt. Das war Wahnsinn. Also wirklich wahnsinnig viele. Da gab es eine echt gute Auswahl. Was lese ich hier noch? One Night in Miami und ja. Also es gab wahrscheinlich so... Wo wird wir werden die Oscars denn übertragen dieses Jahr auf wieder Sky? ProSieben. Nicht Sky. Ich ProSieben war das Sky immer. Hä? Ja, Sky liefen die nie. Doch, auf irgendeinem Channel. Nee, auf TNT liefen immer die Golden Globes. Auf TNT-Serie. Aber auf Sky liefen nicht die Oscars. Also läuft doch ProSieben auf jeden Fall. Sag ich doch. Da ist auch mit Steven Gätchen, ja. Nee, die Oscars liefen nicht auf Sky. Vielleicht irgendwann mal oder so, aber jetzt in den letzten Jahren immer ProSieben eigentlich. Da wäre ich mir aufnehmen. Ist Steven Gätchen? Wäre ich dann irgendwie dann, wenn ich von der Arbeit heimkomme, wäre ich dann das mal gucken. Versuche ich. Obwohl, dieses Jahr sind mir auch Spoiler egal. Wer da was gewonnen hat. Ja, mir auch irgendwie. Sonst habe ich bei den Jahren, wo ich es nicht live gucken konnte, versucht Spoiler zu vermeiden. Den ganzen Tag irgendwie kein Radio, kein Twitter. Aber das Schöne ist ja, um 2 Uhr geht's los und um 4.55 Uhr kommt die Wiederholung. Das machen sie doch immer so. Ja, das heißt, ich kann um 5 kann ich gleich aufstehen. Warte mal, 4.55 Uhr? Nee, sonst war es immer eine Stunde länger, wenn ich mich recht erinnere, weil sonst war es immer bis kurz vor 6 und dann, ja. Naja. Nee. Ja. Ach, kann man ja doch fast gucken. Ich habe es jetzt mal, programmiert. Genau, ProSieben mit Red Carpet Show und so weiter vorher, mit Steven Gätchen. Der ist ja da, sehe ich auf seinem Instagram, der hat schon Vorberichterstattung gemacht und so. Aber ich weiß auch nicht, was da so viel passieren wird am roten Teppich mit Corona und so weiter. Das ist nämlich. Da wird vielleicht auch nicht so wahnsinnig viel los sein, obwohl wenn die alle irgendwie getestet sind, und man weiß es nicht. Irgendwie ist alles kurios, ich hoffe mal, dass das irgendwie nächstes Jahr wieder schön wird. Dann gucken wir in der Sneak die ganzen Oscar-Kandidaten und freuen uns dann, wenn dann irgendeiner gewinnt, den wir gut fanden. Genau. So wird's kommen. So. So habt ihr das hier zuerst gehört, so wird's werden. So. Dann, ja, euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Sehr gerne. Eine schöne Woche. Bleibt gesund und guckt Filme. Bis dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüssi. Bis bald im Kinocast.